Auf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss, und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Naja, dann versuch's doch. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Doch. Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden, vollgepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wieder fühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Hat der gerade wirklich gesagt, Liam, Nies Sohn, also Liam Neeson? Okay, okay, das ist cool. Das ist ein interessantes Easter Egg. Deine Frau bedeutet dir also nichts. Ich sag dir jetzt mal was. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. Im Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Hm, interessant. Mhm. Die steht übrigens auch auf der Liste, ne? Tipp von mir. Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. Ja, ja. Wenn du das so sagst, dann scheinst du schwul zu sein. Ich meine, guck dich an. Wo wohnst du denn? Ich würde deine Frau gerne kennenlernen. Ich habe da so eine Liste, da steht zufällig ihr Name drauf. Alles verboten. Hm. Gunn, hallo. Ah, der Neue im Vor. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Oh, okay. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Mhm. Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Ja, easy. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Ja, alles gut. Sofort kann ich ja neu laden.
Ein bisschen Fleisch, Oma. Ich warte hier. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. Dankeschön. Ich muss erst mal wieder zu Kräften kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Ich verzichte auf deine schmierigen Tricks. Schmierige was? Dieses Angebot mache ich nicht jedem, also solltest du... Du solltest jetzt ganz still sein. Meine Entscheidung steht. Na schön, dann muss ich das wohl akzeptieren. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Hier, mehr gibt es von mir nicht. Was? Ich weiß nichts von irgendwelchen Tipps. Hier, da hast du deine Almosen zurück. Will er mich verarschen? Ach du Scheiße. Ich habe gerade keine Zeit. Du gehst vor. Ja. Wegen der Arena. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gern. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Du bist noch kein Kämpfer des Dukes. Also bewege ich mich nicht vom Fleck. Und wenn William dich nicht dazu ernennt, kannst du dir die Herausforderung sparen. Na gut, ich weiß gar nicht. Ich schätze mal, der wird da oben rumsitzen, ne? Sie ist ja auch gemütlich gemacht in dem alten Militärlager. Ohne Raketenabschussbasis. Was ist denn das da unten? Aber mysteriös. Sehe ich das da richtig? Ist das ein Kleriker? Was zum Teufel macht ein Kleriker hier? Hier hin. Ist das hier ein geheimer Tunnel oder was?
Lass dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Wie gut sind eure Rüstungen? Hey, die Dinger sind echte Handarbeit. 1A-Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub aber ja nicht, dass jeder Penner die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Wer die empfangen will, muss verdammt viele Ärsche lecken. Zeig mir deine Waren. Und geht ein Schwert. 33, 39, ja, puh. 42 Damasch. Zahnaxt habe ich schon, sogar eine bessere, glaube ich. Kettensäbel. Die könnte ich zufällig tragen. Macht auch viel mehr Schaden. Kostet was? 46. Oh, ich habe einiges. Nee, eine Zwinge. Nein. Und Granate Schrottschild. Stimmt, ich wollte ja mal auf Schild auch gehen, ne? Brauche ich auch noch ein bisschen Konstitution für. Aber damit blockt sich's bestimmt besser. Ich würde mal den Kettensäbel kaufen. Ich habe momentan das Hornschwert, macht 28. So, Schrottsammlerhut, nein. Flatterermütze. Was habe ich denn gerade auf? Ach, die Sonnenbrille. Gut. Nein. Nö. Die Hose. Schrottsammlerhose. Ich habe eine Jägerhose. Die hat plus 4 Rüstung. Hier auch plus 4. Ring der Stärke, Amulett der Geschicklichkeit. Ring der Stärke habe ich schon. Ja, sonst ist hier nichts dabei, ne? Ich hab das, dafür könnte das dann eigentlich weg. Und das eigentlich auch, ne? 45, 12, 45, 13, 45, 14. Das weg und das weg. Die Jägerhose trage ich gerade, die Flatterhose ist auch scheiße. Okay, Handel akzeptieren. Schon habe ich eine neue Waffe. So, den Kettensäbel. Machst du mal, immerhin viel mehr Schaden ist viel mehr Schaden, ne? So. So, Little Ray Ray. Oh, meine Maus kratzt. Oh, komisch. Jetzt geht's wieder. Okay, warte mal, bevor ich jetzt hier weitergehe und wieder nach oben, gehe ich erstmal wieder runter und spreche einfach mit dem Kleriker. Ich echt gerne wissen möchte, was der hier macht. An was arbeiten die denn hier? Oder bist du ein Gefangener? Das könnte auch sein. Und? Was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Ah. Du denkst, ich bin ein Gefangener?
Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Hey, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Nein. Jo, dann mach das doch mal. Vielleicht verrät er es dir ja. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Was ist deine Geschichte? Oh, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums! Sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal an Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Schnell, schnell. Aber schön langsam. Okay, wo ist dein Kollege? Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist... Okay. Das sieht aus wie ein Sitz da drin. Sieht aus wie eine Alienbombe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht hier lang gehen sollte. Ach, hier geht's ja. Alles vermint. Ich weiß nicht, ob ich hierher gekommen bin. So, schnell wieder hoch.
Interessant. Die bauen hier also eine Bombe für einen Genozid. Wie ging's hier raus? Hier. Das. Oh Gott. Also, okay. Also, den Outlaws werde ich mich definitiv nicht anschließen. Ich tendiere zu den Berserkern. Allein wegen dem Heilungszauber. Ah, hier ist sie. Hallo, Iron Madison. Hey, bleib mal stehen. Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier rumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Du auch Aber nicht. Mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Hast du dich jetzt satt gesehen oder was wird das hier? Ich starre dich so lange an, wie ich es für richtig halte. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig und prügel den Gefangenen Respekt ein. Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Und was hält Liam davon? Wer sagt denn, dass ich ihm meine eigene Meinung gestatte? Also erübrigt sich die Frage. Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Je mehr wir töten, umso mehr wird man uns fürchten. Kranke Schlampe. Oh, hier. Gibt's Hinrichtung? Toll. Mhm. Du siehst aus, ob ich dich kenne. Nee. Frank, wer der da unten ist, habe ich nicht richtig zugehört. Zu einfach. Toll, Lupo und Hammer. So, Frankie Boy. Steckst du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Aber ich verschwende keine unnützen Wörter an einen Ungläubigen. Kalan wird euch alle abstrafen. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, wurde ich nicht. Und genau darum sind meine Worte an dich verschwendet. Hätte er dich geschickt, könnte ich dir vertrauen. So allerdings erntest du nur Schweigen von mir. Und glaub ja nicht, ich verrate dir ihre Koordinaten. Also zieh weiter. Okay. Quest incoming.
muss ich nicht alles gefallen lassen. Ah, klar doch. Hm, klar doch. Ein toter Outlaw. Erschießungskommando, ja. Haben alle noch eine Abschießzielrate bekommen. Das ist ja nett. Dann ist ja nicht so schlimm. Wer nachgibt, verliert irgendwann alles. Hm. Das Glück ist mit den Dummen. Ist ja richtig einladend hier. Kann mich ja kaum halten. Vor die ganze Begeisterung hier. Ja, das ist ein Klo, auf das ich mich mal setzen kann. Das war gut. Puh, stinkt aber hier. Da würde ich jetzt nicht raufgehen. So, hier ist Los Bombos. Ich bin mal gespannt, wie die Bombe da unten rauskriegen wollt, wenn die fertig ist. Mhm. Mhm, 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 mhm. Da sitzt der, glaube ich, den ich anquatschen soll noch. Und ich schätze mal, der große Boss sitzt entweder da unter der Kuppel oder da drin. Weil ich eher darauf tippen würde. Deswegen gehen wir da nachher hin. Nicht jetzt. Sondern wir gehen erstmal hier weiter gucken. Wer ist er? Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Scheiße, Rat. Geh für dein Geld arbeiten. Wer hat dich denn gefragt? Wieso sollte ich? Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also, wie sieht's aus? Hast du es dir anders überlegt? Nein. Vergiss es. Wie du willst. Du solltest dir merken, dass man es ohne Freunde nicht weit bringt. Aber du hast eine Entscheidung getroffen und wer bin ich, sie in Frage zu stellen? Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Zeig mir deine Ware. Na gut. Mhm. Mechanische Mütze. Handgranaten. Ja gut, ich habe die Sonnenbrille auf, ne? Normale Gegenstände können leichter wahrgenommen werden. Mhm. Ja gut, ich habe ja den Feindradar. Oh, der hat nix. Kranke Veranstaltung. Ach was, das findest du krank? Oder wohnt der da oben? El Jefe? Schnauze. Ach, hier wohnt der Doc. Was willst du mir damit sagen? Alles klar, schon verstanden. Okay, peace. Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Du verkaufst.